Mobilität aus der Steckdose, Leistung auf Knopfdruck. Elektrofahrzeuge sind dabei, die Städte zu erobern. Die leise Revolution hat begonnen. Der Markt kommt, die Zukunft ist jetzt schon da. Der Vorteil von dem Elektrofahrzeug ist, dass dieser Elektromotor eigentlich, und damit zeichnet er sich gegenüber dem Verbrennungsmotor deutlich besser aus, aus dem Stillstand heraus volles Drehmoment bietet. Die Fahrzeughersteller springen auf den Trend auf. BMW startete eine großflächig, weltweit angelegte Studie mit einem elektrisch angetriebenen Mini. Anfang des Jahres legt der bayerische Konzern nach. Der Concept Active E auf Basis des 1er Coupés fährt ebenfalls mit Strom. Rasse und Klasse beim Tesla Roadster. Angelehnt an die Lotus Elise beweist der kleine Flitzer, Elektromobilität ist sexy. Zentrales Thema bei allen Elektromobilen, das Aufladen. Wo gibt es Stromtankstellen? Wie lange dauert es, bis das Fahrzeug geladen ist? Wie lassen sich Ladezeiten und Reichweiten praxisgerecht in den Griff bekommen? Auf der IKATEC dreht sich alles um die Elektromobilität. Sie findet vom 19. bis 21. Oktober auf dem Gelände der neuen Messe München statt. Die Messe ist jung. Die Resonanz 2009 war durchschlagend. Diese Messe finde ich elektrisierend. Sehr, sehr breit gefächert und ich glaube, das ist auch ein Spiegelbild für Elektromobilität. 2010 hat sich die Ausstellungsfläche der IKATEC verdoppelt. Elektromobilität ist keine Vision mehr, sondern Wirklichkeit. Ja, es geht jetzt los. Jetzt sind Fahrzeuge zu kaufen. Renault kommt auf den Markt, sind als Aussteller auf der IKATEC vertreten erstmalig. Auch Peugeot ist erstmalig vertreten, Mitsubishi ist erstmalig vertreten, der deutsche E-Wolf ist vertreten. Das sind alles Autos, die Sie jetzt im Herbst kaufen können und fahren können. In Fachkreisen geht die Bedeutung der IKATEC weit über die reine Verbraucherinformation hinaus. Es wird sich etablieren zu einer Diskussionsmesse, wie man mit der Technologie und wie man mit dem Markt umgehen kann. Begeisterung für neue Technologien entsteht bei Menschen durch Erfahrung. Für die Besucher der IKATEC stehen jede Menge Elektrofahrzeuge zum Testen bereit. Vom 19. bis 21. Oktober.